Was geht ab, Ladies and Gentlemen? Bald beginnt ja das Mewtwo Raid Event in Pokémon Karmesin und Purpur. Genauer gesagt startet es am 1. September und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr euch am besten auf dieses Raid Event vorbereiten könnt. Was ihr euch auf jeden Fall noch abholen solltet, ist das Mew, was aktuell via Geheimgeschenke verteilt wird. Den Code blende ich euch hier ein, packe ich euch auch in die Videobeschreibung, aber Mew ist wirklich das Pokémon, welches am besten gegen Mewtwo bestehen wird. Auf Twitch haben der Chat und ich letztens gebrainstormt, wie wir denn das Mew bauen können am besten. Sprich, wenn ihr das nächste Mal live dabei sein möchtet auf Twitch, Link zu meinem Kanal in der Videobeschreibung. Schaut gerne vorbei, würde mich sehr freuen. Bevor wir uns die Sets anschauen, schauen wir kurz nach mit, was wir es überhaupt zu tun haben. Alright, ich will hier gar nicht zu viel Zeit verschwenden. Fakt ist, wir haben es, wer hätte das gedacht, mit Mewtwo zu tun, welches sich auf Level 100 befinden wird, Terra-Typ Psycho. Und Fähigkeit kommt drauf an. Erzwinger ist seine normale Fähigkeit. Wenn sie aber den Trend beibehalten, dass sie den 7-Sternen-Raids immer ihre versteckte Fähigkeit geben, dann wird es Anspannung haben. Und aufgrund der Tatsache, dass Mewtwo Level 100 ist, trainiert euer Mew bitte auch auf Level 100. Mögliche Attacken, ey, da habe ich es direkt sein gelassen, ja, weil schaut euch an, was Mewtwo alles erlernen kann, also da kann ich es auch, kann ich es auch gleich sein lassen, ja, sind wir mal ehrlich. Aber ich gehe stark davon aus, dass es eher speziell aufgebaut ist, ja. Der Grund, warum Mew richtig gut gegen Mewtwo sein wird, ja, ist die Tatsache, dass Mew bei Kampfantritt 50% mehr KP hat und einen 20%igen Boost auf alle Statuswerte bekommt. Deswegen ist Mew richtig wichtig gegen Mewtwo und auch ein Grund, warum das per Geheimgeschenke verteilt wird, damit jeder Zugriff auf so ein Mew mit solchen Boosts hat. Deswegen haben wir hier zum einen ein offensives Mew. Offensiv heißt, ihr packt die EVs alles in KP und alles in Spezialangriff. Mäßiges Wesen heißt plus Spezialangriff minus Angriff und die restlichen 4 EVs könnt ihr in die Spezialverteidigung packen. Als Item tragen wir die Muschelglocke. Muschelglocke sorgt ja dafür, dass wir immer ein Achtel des verursachten Schadens als KP zurückbekommen. Und Fähigkeit ist Synchro, aber Mew hat auch nur Synchro als Fähigkeit, deswegen ist die zweitrangig. Wichtig sind die Attacken. Wir zocken Finsteraura, Ränkeschmied, Säure, Speier und Lichtschild. Ich gehe davon aus, dass Mewtwo uns eher speziell angreifen wird und Mewtwo kann uns speziell mit Finsteraura und Spukball sehr effektiv treffen. Heißt, mit Lichtschild sind wir vor diesen speziellen Attacken gut geschützt und können uns setupen mit Ränkeschmied und Säurespeier. Ränkeschmied gibt uns ja immer plus 2 Spezialangriff, heißt wir können es dreimal einsetzen, sind wir auf plus 6 und dann Mewtwo mit Säurespeier bearbeiten, weil Säurespeier senkt die Spezialverteidigung unseres Gegners immer um 2 Stufen. Da Säurespeier ja auch eine Angriffsattacke ist, gilt dieser Sekundäreffekt auch, wenn Mewtwo ein Schild oben hat. Und das ist halt ultra wichtig. Plus, es lädt unsere Terra-Kristallisierung auf. Terra-Typ Unlicht. Weil wir Finsteraura spielen, Finsteraura ist sehr effektiv gegen Psycho-Pokémon. Mewtwo ist ein Psycho-Pokémon. Und mit Finsteraura machen wir dann mit Terra-Typ Unlicht richtig viel Schaden, wenn wir uns auf plus 4, plus 6 hochgeboostet haben und Mewtwo parallel dazu auf minus 4, minus 6 Spezialverteidigung ist. Selbstverständlich, wenn ihr in Gruppen spielt, könnt ihr auch ein Support-Mew spielen, also ein Unterstützer-Mew. Wenn ihr noch eine Gruppe sucht, beziehungsweise Leute, mit denen ihr diese Mewtwo-Raids machen könnt, dann kommt gerne auf meinen Community-Discord-Server, dort habe ich auch eine extra Kategorie für die 7-Sterne-Raids. Dort könnt ihr euch dann koordinieren und auch so sagen, so ey, ich nehme offensives Mew mit und du machst Unterstützungs-Mew mit. Daran scheitert es auf jeden Fall nicht. Link zu meinem Community-Discord-Server ebenfalls in der Videobeschreibung. Das Support-Mew bauen wir so, dass wir alle EVs in KP und Spezialverteidigung packen und die restlichen 4 könnt ihr in die Verteidigung packen. Wesen ist still. Still heißt plus Spezialverteidigung minus Angriff. Als Item tragen wir Lichtlehm, damit unser Lichtschild länger oben bleibt. Nicht 5 Runden, sondern 8 Runden. Und Attacken sind Standpauke, Säurespeier, Lebenstropfen und Lichtschild, wie bereits gesagt. Mit Standpauke senken wir den Spezialangriff von Mewtwo immer um 2 Stufen. Ist auch eine Unlichtattacke, sprich sehr effektiv. Und Lebenstropfen sorgt dafür, dass unser gesamtes Team
jede Runde immer etwas KP zurückbekommt. Beziehungsweise ihr müsst es jede Runde einsetzen, weil Lebenstropfen ist kein permanenter Effekt. Aber ey, Lebenstropfen kombiniert mit Anfeuern, Heilung, habt da wieder richtig gut KP regeneriert. Ansonsten mit Säurespeier sorgt ihr halt dafür, dass die anderen Mews sich darauf konzentrieren können, Ränkeschmied einzusetzen und dann einfach richtig, richtig viel Schaden austeilen können. Solltet ihr trotzdem keine Chance haben, Mew zu bekommen, so könnt ihr auch mit Olangar reingehen. Olangar hat auch identische Tools wie Mew. Hauen wir auch EVs, alles in KP und Spezialangriff rein, mäßiges Wesen, Item Muschelglocke. Olangar kann nämlich mit Ränkeschmied auch seinen Spezialangriff boosten und mit Trugträne die Spezialverteidigung von Mewtwo senken. Das Ding ist, Trugträne geht halt nicht durch Schilder. Ja, sprich, sobald Mewtwo sein Schild oben hat, könnt ihr nicht Trugträne drücken. Aber trotzdem, Lichtschild seid ihr geschützt vor speziellen Attacken und mit Finsteraura trefft ihr den sehr effektiv und kombiniert mit Terra-Typ Unlicht macht ihr auch sehr, sehr gut Schaden. Und Terra-Typ Unlicht ist halt auch extrem gut, um Mewtwo's Psycho-Attacken zu immunisieren. Ich meine, Mewtwo hat Psycho-Stoß als Psycho-Attacke und das ist halt unfassbar stark mit 100 Stärke plus Step, weil Mewtwo ein Psycho-Typ ist. Und dagegen eine Immunität zu haben, ist halt richtig, richtig gut. Ansonsten, je nachdem, was Mewtwo letzten Endes als Attacken so drauf hat, könnt ihr auch auf Mew Attacken wie Verhöhner, Amnesie, Charm oder Reflektor spielen. Falls Mewtwo doch ein bisschen mehr physisch offensiv ausgelegt ist, dann könnt ihr den mit Charm und Reflektor da ein bisschen unten halten, sage ich mal. Sind alles TMs, deswegen kommt man easy an die ran. Deswegen auch gar kein Thema. Joa, meine Damen und Herren, mit diesem Pokémon seid ihr sehr, sehr solide gegen Mewtwo aufgestellt. Wir werden das Event auch auf jeden Fall live gemeinsam auf Twitch zocken und die Mewtwo-Population zurück in die Grundschule schicken. Meine Damen und Herren, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr es verpassen möchtet zu Pokémon und dann sehen wir uns bei einem neuen Video oder live auf Twitch wieder. In dem Sinne, haut darin, puff dahin.